Wir feiern Jubiläum. In unserer 100. Folge leiten wir das nächste große Kapitel unserer unglaublichen Fahrradweltreise ein. Neues Land, neue Abenteuer, atemberaubende Ausblicke, ein Hauch von Exotik und großartige Menschen. All das und noch mehr erwartete uns im Land Nummer 18 unserer Fahrradweltreise, dem Iran. Warst du schon mal dort? Wenn nicht, was ist das Erste, das dir spontan einfällt, wenn du an den Iran denkst? Überleg nicht lange und schreib gleich einen Kommentar unter dieses Video. Eine unserer berühmten Abkürzungen beschert uns gleich am zweiten Tag nach der Einreise das erste Abenteuer. Wie es dazu kam und wie das endet? Bleib dran, denn es wird spannend. Melli, wo sind wir hier? Iran. Im Iran. Kaum auf iranischer Seite angelangt, mussten wir uns für einen Weg entscheiden. Wo lang sind wir wohl gefahren? Richtig, wieder mal bergauf. Das mache ich ja so gern. Haha. Aber ja, ich muss schon zugeben, es ist unglaublich schön hier. Und besser als den stinkenden, hubenden Autos auf der Hauptverkehrsstraße auszuweichen. Iran ist mega steil. Wie Armenien, irre. Aber das Wetter ist ein bisschen besser, es regnet nur noch und schneit nicht mehr. Aber sonst gefällt es uns saugut. Die Berge hier, die sehen toll aus. Aber völlig anders als Armenien. Also es ist wirklich ab der Grenze anders geworden. Kurz vorher schon eigentlich. Sieht irre aus. Erster Tag, super krass. Es ist einfach irre. Es ist so sauwindig. Wir haben einen irrsinnigen Hunger, weil wir in Armenien ja kein Geld hatten. Konnten uns da quasi nichts zu essen kaufen. Wir essen immer noch mit dem Essen aus Georgien. Und es ist halt mittlerweile die Mittagspause ausgegangen. Das bedeutet, wir haben zwar genug Essen, um zu kochen, aber halt für mittags quasi nichts gehabt. Jetzt läuft der Motor quasi mit dem Frühstück immer noch und das müssen wir jetzt ganz schnell ändern. Der erste richtige Tag im Iran und gleich mal eine große Umstellung für mich. Denn ich musste mich den Kleidervorschriften anpassen. Das hieß Kopftuch aufsetzen und keine körperbetonte Kleidung. Ich wusste jetzt schon, dass ich auf dem Fahrrad in meiner Kluft schwitzen und leiden würde. Super, der schmeckt sehr gut. In der schweren Kluft. Wasser holen. Den Berg hoch. Nicht lustig. Tut mir leid, das ist unser. Ich habe gar nichts gemacht. Doch, war alles aufgeräumt. Ich habe gerade auf Instagram gecheckt und die Leute haben gesagt, das ist gar kein Problem, du kannst dieses Zeug abnehmen
Iranerin, du musst nur dein Kopftuch bedecken. Zum Fahrradfahren fährt im Iran niemand mit der vollen Outfit. Kannst du gleich mal durchlesen. Also das schon mal, bist du von befreit. Das glaube ich nicht, Klamotten, ey. Also dann schnallen wir uns fest und fahren weiter. Der Tag ging zu Ende. Es war windig, kalt und regnete. Mal wieder. Für den nächsten Tag schmiedeten wir schon neue Routenpläne. Wir haben eine Abkürzung entdeckt. Wir sehen dann, ob die Abkürzung wirklich eine Abkürzung ist und ob sie wirklich schlau ist oder nicht. Ja, ist noch nicht. Aber auf jeden Fall ist es super verlockend. Es sind die Hälfte der Kilometer und ein Drittel der Höhenmeter. Und das Beste, es geht nur bergab. Ja. Also fast. Ist der Hammer. Was stand dran? Straßenart undefiniert. Undefiniert, ja. Das sagt ja wohl alles. Wir gucken. Das war sie. Unsere Abkürzung. Und bis jetzt sah sie eigentlich ganz gut aus. Und tatsächlich ging es ein klein wenig bergab. Wunderbar. Okay. Ab hier sah das Ganze dann nicht mehr so toll aus. Ja, scheiße halt. Ich komm nicht mehr so richtig voran. Ja, irgendeinen Haken muss es ja haben, gell? Wenn es schneller geht und weniger Höhenmeter. Der Dani. Jetzt mal vorgelaufen und checkt die Lage, weil wir hier absolut weder Fahrrad fahren können noch irgendwie richtig schieben, weil man hier richtig einsinkt. Es bleibt richtig viel kleben an den Reifen, also wir sind jetzt super schwer. Schwerer als eh schon. Schauen wir mal, ob es die richtige Entscheidung war, hier lang zu fahren. Das ist Abenteuer. Oh Gott, das ist so schlammig. Die ganze Zeit. Wir müssen jetzt die Räder hier durch. Schieben uns an. Also abschnallen. Fahrrad, danach Gepäck, wieder zurück. Zweites abschnallen, Fahrrad, Gepäck. Und so für 4,5 Kilometer. Es ist unfahrbar. Hier durch. Das ist so grässlich. Und da ganz da hinten ist die Melli. Da irgendwo. Ich bin jetzt bis davor gelaufen und es wird nicht besser. Aber zurückfahren ist auch keine Option, also ziehen wir es durch. Wollt ihr wissen, wie weit wir gekommen sind? So weit. Ich glaube, wir drehen um. Das macht keinen Sinn, weil wir schieben jetzt zu zweit ein Fahrrad und die Reifen blockieren. Man kann gar nicht mehr. Man kann gar nicht schieben. Es ist einfach nur ein schwerer Klotz, der sich absolut nicht nach vorne bewegt und nicht zurück. Und ich glaube, es ist sinnlos. Jetzt fängt es auch wieder zum Regnen an und damit wird es eigentlich nur noch viel schlimmer. Die ganze Strecke hier sieht zwar eigentlich überhaupt nicht so schlimm aus, aber es unterschätzt man voll. Es ist mega der Bars und ja, wir haben jetzt hier gerade, keine Ahnung, auch schon ganz schön lang gebraucht. Und nee, ich glaube, das bringt echt nichts. Jetzt mit dem Regen weicht es noch mehr auf und dann wird es noch schwieriger und dann sitzen wir hier voll fest. Schade. Aber ja. Was hättest du an unserer Stelle gemacht? Hättest du das Rad weiter durch den Schlamm geschoben? Wärst du umgekehrt? Oder hättest du dich erst gar nicht auf diese Schnapsidee, ja, diese sogenannte Abkürzung eingelassen? Wir sind gespannt auf deine Antwort. Nach unserem kleinen Fauxpas waren wir total besudelt mit Schlamm und klatschnass.
und wieder an dem Punkt angelangt, wo wir am Morgen abgebogen sind. Grandios! Wie es der Zufall so wollte, wurden wir von jungen Iranern aufgegabelt, die uns ins nächste Dorf fuhren, wo wir direkt eingeladen wurden. Das ist Bobatsch. Eigentlich stammt er aus Tebris. Mit seinem Freund und Schwiegerpapa teilt er sich diese Wohnung, weil er in den nahegelegenen Goldminen arbeitet. Hey, halt Spaß in der Küche. Nun, was gibt's Feines? Kartoffeln und dann Gurscht ist, glaube ich, Fleisch. Ich weiß aber nicht, was für ein Fleisch. Gott, ist hier viel passiert. Wir sind regelrecht ersoffen. Ersoffen im Regen. Wurde immer schlimmer, wir wollten ja da durch und alles. Und ihr habt es gesehen, es war nicht möglich. An solchen Stellen muss ich vor allen Dingen lernen, dann zurückzustecken, weil ich bin eigentlich jemand, ich will dann da durch, ich will nicht umdrehen. Umdrehen fühlt sich schrecklich an. Wirklich, du musst den ganzen Weg, wir sind quasi jetzt da, wo wir morgen gestartet haben. Örtlich zumindest, ist es schrecklich. Da kamen aber ganz liebe Leute, weil, also, der Matsch bei der Melli in der Bremse, der hat die Bremse blockiert, dann ist der Block nicht mehr zurückgefahren, das heißt, ich habe permanent gebremst. Wisst ihr, was uns überrascht hat? Wir konnten ein paar Brocken Türkisch verstehen. Das liegt daran, dass dieser Teil Irans historisch gesehen einen türkischen Einfluss hat. Guten Morgen. Hier in diesem Haus haben wir gestern geschlafen. Wir stehen hier schon eine Weile und haben unsere Fahrräder sauber gemacht, die Chainglider, die Ketten. Ja. Und jetzt geht's heute weiter nach irgendwie Richtung Berge, Wasserbahn. Also es geht immer wieder bergauf. Wir haben offiziell den Mond besiegelt. Nein, den Iran befahren. Ein bisschen. Okay, let's go. Auf der linken Seite wäre wohl unser Preis gewesen gestern. Da wären wir irgendwann mal rausgekommen, wenn wir nicht stecken geblieben wären. Ganz ehrlich, ich hätte nie erwartet, dass es im Norden Irans so aussieht. Also die wunderschöne Berglandschaft. Wie sieht's bei dir gerade aus? Siehst du uns lieber gemütlich zu? Oder würdest du selbst gerne hier durchradeln? Das wäre wirklich mal interessant zu wissen. Irgendwann erreichten wir dann doch noch Tebris und machten uns gleich auf die Suche nach einem Schlafplatz. Deswegen steuerten wir den nächsten Park an, wo wir plötzlich von einer Gruppe Fahrradfahrern umringt wurden. Irgendwie führte mal wieder eins zum anderen und bevor wir wirklich wussten, was eigentlich genau passiert, radelten wir schon ins nächste Abenteuer. Unglaublich, das war schon die 100. Folge unserer Fahrradweltreise von Deutschland nach Japan. Und wir sind noch lange nicht am Ziel. Wenn du mehr von uns sehen möchtest, würden wir uns riesig über deine Unterstützung, über PayPal, Überweisung oder über eine Mitgliedschaft freuen. Denn nur so können wir weiterhin von unterwegs aus diese einzigartigen Reisedokus produzieren. Sei also dabei, wenn wir in den nächsten Episoden die Wunder des Irans entdecken, atemberaubende Landschaften durchqueren und noch tiefer in die faszinierende Kultur dieses Landes eintauchen. Vielen Dank und bis bald im geheimnisvollen Iran.